أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, bitte achtet darauf, dass wir pünktlich um 17.45 Uhr anfangen, sodass wir bis zum Maghrib-Gebet fertig sind für die nächsten Wochen, insha'Allah ta'ala. Pünktlich um 17.45 Uhr, sodass wir bis zum Maghrib-Gebet fertig sind. Wir sind im Kapitel Hajj, wie ihr wisst, und heute, insha'Allah ta'ala, machen wir die drei Säulen der Umrah. Wenn jemand eine Umrah verrichtet, so gibt es bestimmte Dinge, auf die er achten muss. Natürlich, die Umrah hat drei Säulen. Einmal der Ihram, einmal At-Tawaf und einmal As-Sa'i. Und wir werden alle drei Punkte ausführlich besprechen. Heute fangen wir, insha'Allah ta'ala, erstmal mit dem Ihram an. Liebe Geschwister, wenn man die Absicht fest, dass man... Ich hoffe, dass man uns hört, inshallah. Die Umrah hat drei Säulen. Die erste Säule ist, liebe Geschwister, erst einmal der Ihram-Zustand. Die zweite Säule ist der Tawaf. Und die dritte Säule ist As-Sa'i. Und wir werden, inshallah ta'ala, alle drei Säulen ausführlich erklären. Heute fangen wir, bi'idhnillah ta'ala, mit dem Ihram-Zustand an. Und natürlich, bevor jemand sich nach Mekka begibt, das bedeutet, dass er die Absicht hat, in Mekka einzureisen, um dort in den Ihram-Zustand zu gehen, so verrichtet er den Ghusl, liebe Geschwister. Er verrichtet den Ghusl. Auch die Frau, ebenfalls gilt für sie dasselbe, dass sie den Ghusl verrichtet, selbst wenn sie in der Menstruationsphase ist. Diese Handlung ist eine beliebte Handlung. Man wäscht sich, liebe Geschwister, und dann begibt man sich auf dem Weg nach Mekka. Dieser Zustand Ihram, wir werden darüber reden, was er genau bedeutet. Jeder sollte erstmal wissen, es gibt ein Miqat. Miqat ist eine örtliche Grenze, die überschritten werden muss, damit man in den Ihram-Zustand eingeht. Das bedeutet, es gibt verschiedene Länder und für die verschiedenen Länder gibt es verschiedene Mawaqid. Jemand, der aus Saudi-Arabien kommt, hat nicht denselben Miqat, die örtliche Grenze, wie jemand, der aus dem Jemen kommt. Und jemand, der aus dem Jemen kommt, hat nicht dieselbe örtliche Begrenzung wie jemand, der aus dem Irak kommt und so weiter und so fort. Liebe Geschwister, ich will nicht auf dieses Thema ausführlich eingehen, weil das für uns letztendlich nicht wirklich viel bringt, denn die meisten fliegen von hier los und so sollte man wissen, wie die Sache aussieht. Wenn man von hier losfliegt, das bedeutet aus Deutschland, man fliegt mit dem Flieger. Natürlich, es gibt Direktflüge und manchmal gibt es Flüge, die halt über zwei Stationen gehen. Aber hauptsächlich, wenn man den Miqat erreicht, dieser Miqat, so wird er in der Regel angesagt vom Piloten. So wird er in der Regel angesagt vom Piloten oder vom Personal, was im Flugzeug arbeitet. Denn diesen Miqat siehst du nicht, aber der Pilot weiß, an welcher Stelle er ist. Und wenn er weiß, an welcher Stelle er ist, dann sagt er auch in der Regel im Flugzeug an, wir haben soeben oder wir werden gleich den Miqat erreichen. Bevor der Miqat erreicht wird, hat der Muslim die Aufgabe, der sich dorthin begibt, dass er Allah Azza wa Jal gegenüber äußert, was er vorhat. Das ist nicht das Aussprechen der Niyya. Man sagt zum Beispiel, wenn man nur die Umrah macht, und wir sind jetzt heute nur bei der Umrah, später werden wir auch über die anderen Sachen reden, dann sagt man, labbaika, labbaika Allahumma Umrah.
O Allah, ich bin hier zu deinen Diensten, um die Umrah zu verrichten. Labbaik Allahumma Umrah. O Allah, ich bin hier zu deinen Diensten, um die Umrah zu verrichten. Wir haben gesagt, in welchem Zustand sollte man sein? Man sollte den Ghusl verrichtet haben. Dann setzt man sich in den Flieger. Bevor man den Miqat erreicht, sagt man Labbaik Allahumma Umrah, wenn man nur die Umrah verrichten möchte. Bei anderen Dingen, so sprechen wir später darüber, liebe Geschwister. Und noch eine Sache, bevor man den Miqat erreicht, hat man schon den Ihram-Zustand eingenommen. Das bedeutet, die Männer, nicht die Frauen, bitte aufpassen, nicht die Frauen, nicht, dass das die Frauen machen. Die Männer tragen nur zwei Stoffstücke. Einen oben und einen unten, liebe Geschwister. Und ihr habt das mit Sicherheit schon gesehen. Man nennt das Ihram-Kleidung. Das sind zwei Tücher, die um den Oberkörper und um den Unterkörper gewickelt werden. Später werden wir auch vorzeigen, wie man das richtig wickelt. Dieser Ihram-Zustand, wenn man den Miqat erreicht, wenn man kurz davor ist, den Miqat zu erreichen, diese örtliche Begrenzung, die durch den Piloten oder durch das Personal angesagt wird, dann hat man nochmal, man hat den Ghusl gemacht, vorher schon. Natürlich, bevor man losgeflogen ist. Und dann hat man, das bedeutet die Männer, sich diese Ihram-Kleidung angezogen. Und bevor man den Miqat erreicht, was haben wir gesagt? Was sagt man, wenn man zur Umrah will? Wenn man die Umrah verrichten will, dann sagt man, Labbaika. Labbaik Allahumma Umrah. O Allah, ich verrichte die Umrah für dich. Dieses alles wird getan, liebe Geschwister. Und dann fängt man an mit der Talbiyah, so nennt man das, indem man sagt, Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika laka Labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Hier bin ich, O Allah, dir zu dienen. Hier bin ich dir zu dienen. Du hast keinerlei Teilhaber. Hier bin ich dir zu dienen. Wahrlich, aller Lob und jede gute Tat gehören dir. Und die Herrschaft, du hast keinerlei Teilhaber. Und diejenigen, die in den Ihram-Zustand gehen, sie sagen die Talbiya so lange, bis sie zum Tawaf angelangt sind. Das ist die zweite Säule, über die wir später reden. Bi-idhnillahi sami'il alim. Taib. Was ist wichtig zu verstehen? Wenn man die Umrah macht, liebe Geschwister, wir haben gesagt, die Grenze muss eingehalten werden. Wenn du nicht diese Dinge tust, die wir besprochen haben, dass du in den Ihram-Zustand, dass du dich für den Ihram-Zustand vorbereitest, die Ihram-Kleidung anziehst und Labbaik Allahumma Umrah sagst, wenn du das nicht machst, dann hast du die Grenze überschritten, ohne das Wesentliche zu tun. Hier sagen die meisten Gelehrten, derjenige, der versäumt, dieses zu tun, bedeutet, er überschreitet die Grenze, ohne dass er diese Sachen gemacht hat, so soll er ein Schlachtopfer erbringen, dort und an die armen Menschen verteilen, als eine Art Kaffara, als eine Art Wiedergutmachung, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Mafhum bis hierhin? Tayyib, Alhamdulillah. Der Mann zieht die Ihram-Kleidung an. Nochmal, das sind zwei Stoffstücke, liebe Geschwister. Dann achtet er darauf, dass er den Miqat, bevor er ihn erreicht, dass er bestimmte Dinge erledigt hat. Tayyib. Dann kommen wir zum Ihram-Zustand. Was bedeutet dieser Ihram-Zustand? Nochmal, die Frau, selbst wenn sie menstruierend ist, sie macht trotzdem vorher den Ghusl und das bedeutet nicht, dass sie nicht die Umrah vollziehen kann. Sie kann all das tun, was ein Pilgerer tut, außer den Tawaf darf sie alles tun, liebe Geschwister. Denn für den Tawaf braucht man was? Die Reinheit, die Tahara. Richtig, Alhamdulillah, wenigstens einer hat aufgepasst. Tayyib, der Ihram-Zustand. Hier gilt für Männer ein besonderes Verbot. Und zwar dürfen sie sich keine Kleidung anziehen, die zugeschnitten ist. Sie dürfen sich keine Kleidung anziehen, die zugeschnitten ist. Wie ein Unterhemd, wie eine Unterhose, wie ein T-Shirt, wie ein Pullover, wie eine Jacke, wie eine Hose. All dieses trägt der Mann nicht im Ihram-Zustand. Stattdessen haben wir gesagt, er trägt zwei
Zwei? Stoffstücke, richtig. Nein. Aber was ihm erlaubt ist zu tragen, ist seine Brille. Ja? Nicht, dass er um was anderes Tawaf macht. Er sollte seine Brille tragen und die darf er tragen, das ist kein Problem. Er darf eine Uhr tragen, er darf einen Sonnenschirm tragen, denn dort ist es sehr, sehr heiß. Er darf einen Ring tragen, er darf ein Pflaster tragen, Verbände tragen, Taschen tragen, Kopfhörer. Dieses alles ist kein Problem. Was die Frau anbelangt, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam untersagt, dass die Frau im Ihram-Zustand den Niqab trägt. Das bedeutet, selbst die Frau, die den Niqab, den Gesichtsschleier als Pflicht sieht, sie darf nicht im Ihram-Zustand den Niqab tragen, liebe Geschwister. Weder den Niqab noch die Handschuhe. Tayyib. Aber eine Frau, die das hier zum Beispiel mit der Pflicht trägt, den Niqab, sie tut das ja, damit sie nicht von fremden Männern gesehen wird. Wie ist das dort? Dort kann sie das ähnlich praktizieren. Den eigentlichen Niqab darf sie nicht tragen. Bedeutet, so wie ihr den Niqab kennt, so darf sie ihn nicht tragen. Aber was sie machen kann, und sie hat natürlich den vollen Hijab an, das ist klar, ihr gesamter Körper ist bedeckt, sie hat sozusagen, man nennt das, liebe Geschwister, im Arabischen eine Bisha. Man hat sozusagen ein Stofftuch vor dem Gesicht. Ein Stofftuch vor dem Gesicht. Manche binden sich das, das heißt, sie binden sich das so rum und dann lassen sie ein Stofftuch vor ihrem Gesicht. Kann man dann ihr Gesicht sehen? Ja oder nein? Nein. Nein, man kann ihr Gesicht nicht sehen. Deswegen, und das beruht auf die Überlieferung von Ummul Mu'minin, Aisha radiallahu anha wa ardaha, sie sagte, als wir beim Hajj waren, und die Reiter, bedeutet die Männer, an uns vorbeikamen, dann haben wir unsere Gesichter bedeckt. Aber als die Männer vorbeigezogen sind, haben wir unser Gesicht wieder gezeigt. Und deswegen, die Frau, die normalerweise den Niqab trägt und sich dort beim Ihram-Zustand aufhält, in Mekka, so sollte sie, wenn sie in der Gegenwart von Männern kommt, sich dieses Stoffstück vor das Gesicht tun. Okay? Sie tut sich diesen Stoffstück vor das Gesicht. Wenn die Männer nicht mehr da sind, dann entblößt sie wieder ihr Gesicht, liebe Geschwister. Ich hoffe, das ist klar. Die Handschuhe trägt sie nicht. Die Handschuhe trägt sie nicht, aber sie kann auch hier, was heißt das? Genau, die Ärmel runterziehen. Ja, von ihrem Jilbab oder von ihrem jeweiligen Kleidungsstück, was sie hat, so kann sie die Ärmel herunterziehen. Okay, welche Dinge darf man nicht machen im Ihram-Zustand? Man darf nicht den Kopf bedecken, nicht einmal mit einer Mütze, liebe Geschwister. Man entfernt nicht die Kopf- und die Körperhaare oder die Finger- und Fußnägel. Das macht man, bevor man in den Ihram-Zustand geht. Bedeutet, du weißt, wann du in den Ihram-Zustand gehst, du bist hier noch in Berlin, dann entfernst du, was entfernt werden sollte. Deine Körperhaare, deine Fußnägel, deine Fingernägel, so dass du dieses nicht im Ihram-Zustand machst. Man darf sich kein Parfüm im Ihram-Zustand drauf tun, liebe Geschwister. Man darf sich nicht im Ihram-Zustand einparfümieren. Über die Frau brauchen wir nicht zu reden. Weder im Ihram noch außerhalb des Ihram darf sie sich einparfümieren. Nicht mal mit Parfümcremes oder Seifen, die halt einen Parfümgeruch haben. Okay, für Männer haben wir gesagt, sie tragen diese zwei Ihram-Tücher. Die Frau selber, sie macht sich dieses Stofftuch vor dem Gesicht, wenn sie den Niqab als Pflicht sieht, liebe Geschwister. In dieser Zeit, wenn man im Ihram-Zustand ist, darf man kein Wild erlegen. Ich meine, für viele ist das hier klar, aber natürlich, es gibt Leute, die kennen das, das ist normal, das gehört zu ihrem Leben, dass sie wild erlegen. Na, aber für uns ist das jetzt, sage ich mal, weniger yani interessant von der Hinsicht, dass das bei uns nicht gang und gäbe ist. Die Berührung von Mann und Frau ist verboten im Ihram-Zustand. Wir reden natürlich über ein Ehepaar. Wenn der Mann und die Frau einander berühren, so ist nicht ihr Ihram oder ihre gesamte Umrah sogar ungültig. So ist sie nicht ungültig. Aber
sie haben eine Sünde gegenüber Allah Azza wa Jal gemacht und dieses wird ihnen vom Lohn genommen. Dieses wird ihnen vom Lohn genommen, liebe Geschwister. Daher müssen sie das bereuen, wenn sie dieses machen. Eine Berührung, es reicht eine Berührung, die dazu führt, dass man letztendlich den Geschlechtsverkehr vollzieht. In dieser Zeit vom Ihram-Zustand ist es verboten, einen Ehevertrag abzuschließen. Na, du siehst dort eine in Masjid al-Haram, dann kannst du keine Schwester schicken und ihr sagen, bitte hol mir die Telefonnummer, denn ich möchte ihr einen Heiratsvertrag, ich möchte ihr einen Heiratsantrag machen. Das geht nicht. In dieser Zeit ist das nicht erlaubt. Weder ein Heiratsvertrag, noch die Verlobung, noch um das Anhalten der Hand der Frau, liebe Geschwister, das alles ist nicht erlaubt in diesem Zustand. Und so seht ihr, dass Allah Azza wa Jal seine Gesetze macht, wie er will. Normalerweise sind uns diese Dinge erlaubt, aber in diesem Zustand sind sie verboten, liebe Geschwister. Na, in ungefähr 5 Minuten ist der Adhan. Wir lassen Zeit für die Fragen. Wir haben heute einige Dinge erklärt. Wir haben angefangen zu erklären, in welchem Zustand man sich begeben muss, wenn man in den Ihram-Zustand hereinkommt. Wir haben darüber geredet, wie der Ihram-Zustand eingenommen wird, was die Bedingungen bzw. was die Säulen der Umrah sind. All dieses ist wichtig für euch zu erfahren, liebe Geschwister, denn wenn ihr später diese Ibadat macht, dann verlasst euch nicht auf die Reiseführer. Ja? Die Reiseführer meistens, das sind, die zeigen euch Sehenswürdigkeiten und manche, viele denken, sie kennen die einzelnen Handlungen dort, aber leider wird dort viel Erneuerung gemacht und viele Reiseführer sind inkompetent. Das bedeutet, sie kennen die gesamten Beweise gar nicht, so dass sie einem keine kompetente Beratung bieten können. Daher obliegt euch die Pflicht, dass ihr richtig handelt und das ist nach dem Beweis vom Koran und in der Sunna gegeben. Taib. Dann lassen wir Platz für Fragen. Nochmal bitte, seid das nächste Mal pünktlich, 17.45 Uhr, weil wir werden nur bis zum Maghrib-Gebet machen. Ich denke, eine halbe Stunde ist gut, weil sowieso keiner lernt. Insofern, Alhamdulillah. Taib. Okay, wer hat Fragen? Na, wer hat Fragen? Speziell zum Thema, was wir gesagt haben. Taib. Noch besser, dann habe ich Fragen. Worauf muss man achten, bevor man den Ihram-Zustand einnimmt? Worauf muss man achten, bevor man den Ihram-Zustand einnimmt? Worauf? Na? Dass man seine Ihram-Kleidung anhat. Okay, dass die Männer ihre Ihram-Kleidung anhaben. Was noch? Na? Tahara. Bitte? Tahara. Tahara, okay, man hat vorher den Russel gemacht, um in Mekka mit dem Russel hereinzugehen. Dass man noch nicht im Miqat innerhalb des... Sehr gut. Dass man, bevor man den Miqat erreicht, bestimmte Dinge macht. Wir haben gesagt, die Männer tragen die Ihram-Kleidung. Was noch? Worauf müssen sie noch achten? Na? Sie sagen, was sie machen wollen. Also sie sagen, was sie machen wollen. Zum Beispiel, wenn sie die Umrah machen wollen, dann sagen sie... Labbaik Allahumma Umrah. Genau. Labbaik Allahumma Umrah. Labbaik heißt natürlich, das ist schwer zu übersetzen. Aber man übersetzt das... Ich bin hier zu deinen Diensten, ja Allah. Na? Ich bin hier zu deinen Diensten, ja Allah. Taib, was noch? Was macht man noch? Man sagt? Man sagt, wenn man zu Hajj will, beispielsweise... Nee, wir machen jetzt Umrah. Das war's. Ja, was haben wir noch gesagt? Die Talbiyah. Ach so, okay. Die sagt man. Die Männer laut... Die Frauen leise. Die Frauen sind nicht hörbar. Weil die Stimme der Frau eine Fitna ist, liebe Geschwister. Deswegen, die Männer sagen das laut und die Frauen leise. Aber es ist nicht die Sunna, was gewohnheitsmäßig stattfindet, dass alle das im selben Takt sagen. Okay? Dass alle sagen 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Sie sagen das alle im selben Rhythmus? Nein. Du machst das für dich alleine und nicht in der Gruppe, denn das Sagen in der Gruppe ist nicht bestätigt von der Sunna und deswegen entfernt man sich davon. Bi'idhnillah ta'ala. Ich habe noch ein paar Fragen. Was macht die Frau, die normalerweise den Niqab trägt und sich in den Ihram-Zustand begibt? Was macht sie?
Tfadal. Ein einfaches Tuch um den Kopf binden. Ja. Als Männer kommen, dann den Tuch runterziehen. Richtig. Sie bindet sich ein Tuch um den Kopf und wenn sie im Ihram-Zustand ist, dann lässt sie einfach dieses Tuch herabhängen. Denn nochmal, der Niqab ist nicht erlaubt zu tragen im Ihram-Zustand, den eigentlichen Niqab, den wir kennen, so wie die Frau ihn trägt, sondern sie macht sich hier ein Stofftuch vor das Gesicht, bi'idhnillah ta'ala. Tayyib. Okay, jetzt könnt ihr eure Fragen stellen. Na, nochmal, wo ist der Miqat? Wo ist der Miqat für die Leute, die jetzt zum Beispiel aus Europa kommen? Wo ist der Miqat? Na? Es ist noch davor. Aber der Pilot, er sagt das an. Natürlich, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit aus dem Flugzeugfenster rausgucken und jetzt irgendwelche Berechnungen machen, sondern er sagt das an, weil er sieht das genau. Und an dieser Stelle, bi'idhnillah ta'ala, dann werden all diese Dinge gemacht. Ist für jeden, der aus irgendeinem Teil der Welt kommt, derselbe Miqat vorgesehen? Oder verschiedene? Es sind verschiedene Mawaqid. Aber ich will nicht auf alle eingehen, weil das für uns weniger interessant ist. Das ist für Leute, die aus bestimmten arabischen Gebieten kommen, welchen Miqat sie einnehmen. Na, Tayyib, tfadal, jetzt könnt ihr eure Fragen stellen, wenn es wichtige Fragen sind. Okay. Mitmelden. Wenn man zum Beispiel, Mitmelden. Wir melden uns und dann nehme ich dran. Tfadal. Wenn man zum Beispiel Asr, also der könnte das nicht, Asr zum Beispiel. Asr? Zum Beispiel. Ja. Der schafft nicht, das zu machen und es ist schon Maghrib-Zeit. Ja. Was muss man dann machen? Was ist, wenn man das Asr-Gebet nicht beten konnte? Jetzt habe ich eine Frage. Ja. Absichtlich hat man das unterlassen oder entschuldigt? Entschuldigt wäre, dass man verschlafen hat. Entschuldigt wäre, dass man das Gebet vergessen hat. Das wäre entschuldigt. Oder man ist bewusstlos geworden oder sonstiges, Operation oder das, das wäre entschuldigt. Nicht entschuldigt wäre, man könnte es beten, aber man fährt gerade U-Bahn. Ich mache mal ein praktisches Beispiel, was auch oft vorkommt. Man fährt gerade U-Bahn, man sieht, jetzt muss ich langsam das Asr-Gebet beten, weil gleich kommt das Maghrib-Gebet. Man sagt, ja, so ist das nun mal, dann fahre ich nach Hause. Nein, was ist die Aufgabe hier von einem Muslim? Er steigt aus und betet im Freien. Dann geht er nach oben und überall gibt es eine Ecke, wo er beten kann. Das ist keine Entschuldigung, dass man mit der Bahn fährt oder mit dem Bus fährt oder sonstiges, weil hier hat man nach unserer Religion absichtlich das Gebet unterlassen. Und gerade wegen dem Asr-Gebet gibt es schwere Überlieferungen bei Bukhari und bei anderen Überlieferern, dass derjenige, der das Asr-Gebet nicht betet, es ist so, als ob all seine Taten verloren gehen. Und es gab unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Manche haben gesagt Kafir, manche haben gesagt, seine Taten sind an diesem Tag alle gelöscht. Na, in jedem Fall ist das eine schwerwiegende Tat. Deswegen muss man darauf achten, dass man seine Gebete betet. Und wir haben hier die Möglichkeit, Alhamdulillah, wenn man auch in der U-Bahn fährt, dann steigt man aus und man kann oben beten. Ja, wovor schämt man sich? Wallahi, manche Leute schämen sich. Ich verstehe das nicht. Die Trinker und so. Die Trinker sind im Park, einer macht das, die urinieren wie Tiere und wir schämen uns zu beten? Alaikum salam. Na, inshallah. Inshallah. Taib, barakallahu fikum und jazakum la khairan. Tut uns leid, hebt eure Fragen bis zum nächsten Mal auf. Inshallah ta'ala, bitte das nächste Mal pünktlich kommen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah rabbil alamin, liebe Geschwister, wir sind noch im Kapitel Al-Hajj und damit werden wir uns auch noch die nächsten Wochen beschäftigen, inshallah ta'ala. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass ein Muslim diese Rituale, diese Arten der Anbetung lernt, damit, wenn er irgendwann, wenn Allah azza wa jal ihm diese großartige Gnade gibt, mit dem Hajj versorgt, dass er auch diese Riten, diese Anbetung so macht, wie Allah azza wa jal es ihm vorgeschrieben hat und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es ihm beigebracht hat. Deswegen sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum. Nimmt von mir die Rituale, bedeutet verrichtet die Rituale beim Hajj, so wie ihr das bei mir gesehen habt.
liebe Geschwister, und das ist sehr, sehr wichtig, diese Überlieferung, das ist genau dieselbe Überlieferung bezüglich des Gebetes. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Und der Prophet Mohammed s.a.w. hat uns ihn als Vorbild dargestellt, und niemand anderes darf ersetzt werden mit dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wir haben bereits über die Säulen gesprochen, der Umrah, und wir haben drei Säulen genannt. Das ist einmal die, welche Säulen der Umrah gibt es? Einmal? Tawaf. Also erstmal davor meinst du? Erstmal davor. Man geht in welchem Zustand? In den? Ihram-Zustand. Danach kommt der? Das Umrunden. Tawaf. Und nach dem Tawaf kommt? Sa'i. As-Sa'i. Naam. So in der Rangordnung sind sie auch vorgeschrieben. Das bedeutet, wenn jemand vor dem Tawaf den Sa'i macht, was ist mit seiner Umrah? Gültig oder ungültig? Ungültig? Ungültig. In dieser Reihenfolge hat er die Anbetung zu machen, liebe Geschwister. Taib. Nochmal eine kurze Wiederholung, damit jeder weiß, worüber wir reden. Wir haben gesagt, wenn jemand die Umrah beabsichtigt, dann begibt er sich natürlich in das Flugzeug und er fliegt dann erstmal eine Weile, bevor er den Miqat erreicht hat. Miqat ist die örtliche Grenze. Wenn er dort ankommt, muss er bereits im Ihram-Zustand sein. Das bedeutet, er muss die Ihram-Kleidung angelegt haben, der Mann. Wir haben das alles schon erzählt, nur damit man sich wieder daran erinnert. Der Mann legt sich die Ihram-Kleidung an. Das macht er schon am Flughafen, damit er das nicht im Flugzeug genau zu diesem Zeitpunkt machen muss. Dann, wenn er die Umrah beabsichtigt, und wir sind gerade im Kapitel Umrah, dann sagt er, Labbaik Allahumma Umrah. Labbaik Allahumma Umrah. O Allah, zu deinen Diensten stehe ich. Ich möchte die Umrah verrichten. Dann macht er noch eine Sache. Er beginnt mit der Talbiya. Er beginnt mit der Talbiya, und zwar Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Das ist die Talbiya. Die soll man sprechen so lange, bis man Haram erreicht hat. Bis man den vor dem Tawaf anfängt. Bis der Tawaf anfängt, so lange spricht man die Talbiya, und es gibt sehr, sehr viel Lohn dafür, wenn man dieses spricht, liebe Geschwister. Tayyib. Die Frau, haben wir gesagt, auch der Mann, sie machen eine Ganzkörperwaschung, bevor sie in den Ihram-Zustand eintreten. Selbst die Frau, die menstruierend ist oder im Nifas sich befindet, das bedeutet im Wochenbett, sie macht ebenfalls die Ganzkörperwaschung. Wenn wir dann den Ihram-Zustand erreicht haben, der Mann zieht zwei Gewänder an, eins für oben, eins für unten. Und er darf in dieser Zeit nichts anziehen, was zugeschnitten ist. Bedeutet kein Unterhemd, keine Unterhose, kein T-Shirt, kein Pullover, keine Hose und so weiter und so fort. Man hat nur diese zwei Kleidungsstücke an, bi'idhnillah ta'ala. Das gilt nicht für die Frau. Das gilt nicht für die Frau. Die Frau bedeckt ihre gesamte Aura. Was aber die Frau nicht machen darf während des Ihram, sie darf nicht den Niqab anziehen. Sie darf nicht den Niqab anziehen. Auch eine Frau, die hier den Niqab als Pflicht sieht, darf den Niqab beim Ihram-Zustand nicht anziehen. Und es gibt Leute, und du merkst hier, die sind Übertreiber und haben in der Religion wahrlich übertrieben, wie eine Schwester, die eine Mutanaqaba war. Sie hatte den Niqab an, sie hat gesagt, es ist mir egal, was der Prophet gesagt hat, ich werde den Niqab anlassen. Und das sind die Übertreiber, das sind die Leute, die irgendwann zugrunde gehen, weil sie sich nicht an den Propheten Mohammed s.a.w. halten, sondern an ihren Gelüsten, liebe Geschwister. Auf jeden Fall, was macht aber die Frau? Heißt das, sie kann ihr Gesicht vor anderen Männern offen lassen? Antwort, nein. Aber sie trägt nicht den Niqab an für sich, der hier bekannt ist als Gesichtsschleier, sondern diese Frau trägt so eine Art Schleier vor dem Gesicht. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Denn Ummul Mu'minin Aisha radiallahu anha sagte, als sie beim Hajj waren, wenn die Reiter vorbeikamen, dann haben wir unsere Gesichter bedeckt. Und als die Reiter davongezogen sind, haben wir wieder unsere Gesichter entblößt. Solange man dort unter den Männern ist. Und natürlich, wenn man draußen ist, ist man unter den Männern. Dann haben die Frauen
die Möglichkeit, auch wenn sie den Niqab nicht anlegen dürfen, was zu tun? Was haben sie für eine Möglichkeit? Was können sie machen? Ein Tuch vor dem Gesicht. Ein Tuch vor dem Gesicht, so dass das Gesicht auch nicht erkennbar ist. Okay? Hauptsächlich ist es nicht der angepasste Niqab, den die Frau normalerweise, üblicherweise trägt. Das geht in dem Sinne, als dass eine Frau sozusagen sich hier ein etwas binden kann und das, was gebunden ist, lässt sie einfach runter vor dem Gesicht und dann kann man auch ihr Gesicht nicht sehen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das war im Großen und Ganzen, was wir erzählt haben und dass man während des Ihram-Zustands nicht bestimmte Dinge machen darf, wie zum Beispiel Landjagd, also dass man nach einem, dass man wild jagt, was noch? Also allgemein, dass man Schlechtes redet. Man darf keine Sünden begehen. Was noch? Geschlechtsverkehr. Kein Geschlechtsverkehr und alles, was zum Geschlechtsverkehr führt. Kein Heiratsvertrag. Kein Heiratsvertrag, keine, kein Angebot, Heiratsangebot, kein Versprechen und sonstiges. Das ist alles verboten im Ihram-Zustand. Speziell, wie sieht es aus mit Parfüm-Auftragen? Darf man auch nicht. Es heißt, also vorher, bevor Ihram erreicht hat, also vor dem Ihram-Zustand darf man das machen. Na. Also das heißt vor dem Miqat, bevor dem Miqat und dann sich die Ihram-Tücher anziehen. Im Ihram-Zustand darf auch der Mann, die Frau sowieso nicht, sich kein Parfüm auflegen. Tayyib, was noch? Keine Fingernägel. Keine Fingernägel schneiden, auch nicht die Haare. Die Haare, die Körperhaare wegmachen, Körperhaare wegmachen. Dieses alles ist im Ihram-Zustand verboten. Es gibt bestimmte Regeln, die sind zu bestimmten Zeiten so zu nehmen, wie uns die Religion das beigebracht hat. Was noch? Keine Schuhe. Also allgemein, was den Körper begrenzt. Was zugeschnitten ist, darf man in diesem Sinne nicht anziehen für den Mann. Nochmal, für den Mann. Na, das andere, was die Frau anbelangt, haben wir schon erklärt. Sie bedeckt natürlich vollständig ihre Aura. Dann haben wir über diese Säule gesprochen, das ist die erste Säule, dass man in den Ihram-Zustand hereingeht. Heute reden wir über die zweite Säule und das ist der Tawaf, liebe Geschwister. Der Tawaf, wenn wir sagen Tafa, dann hat er etwas umrundet. Und das siebenmalige Umrunden der Kaaba, ich betone es nochmal, der Kaaba ist eine Säule, weil wenn wir diese Säule auslassen oder nicht vervollständigen, bedeutet 5 gemacht haben, 6 Umrundungen gemacht haben, aber keine 7 Umrundungen gemacht haben, so ist diese Säule ungültig. Und wenn du dich später erinnert hast, du hast nur 5 Säulen gemacht oder 6 Säulen gemacht und eine hast du vergessen, das ist dir viel später eingefallen, so ist dein Tawaf gültig oder nicht gültig? Nicht gültig. Deswegen 7-mal muss der Tawaf vollendet werden, liebe Geschwister. Zuvor, bevor wir zum Tawaf kommen, es gibt Leute, die denken, wenn sie in Masjid al-Haram hereinkommen dann, und sie die Umrah verrichten, dann müssen sie durch Babul Umrah gehen oder durch Babus Salam. Das alles hat keine Grundlage. Oder manche, wenn sie durch die Türen gehen, dann sprechen sie bestimmte Dua in diesem Sinne, die uns von der Religion so nicht beigebracht wurden. Stattdessen sprechen wir den Dua, den wir sprechen, wenn wir in jede Art von Moschee hereinkommen. Wie ist dieser Dua? Was sagen wir, wenn wir in eine Moschee hereinkommen? Das kommt zum Schluss. Was ist am Anfang? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اغفر لي ذنوبي اللهم افتح لي أبواب رحمتك زو سدعاء أوكي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اغفر لي ذنوبي اللهم افتح لي أبواب رحمتك das ist der Dua, den wir sprechen, wenn wir in jegliche Moschee hereinkommen. Was bedeutet das? بسم الله im Namen Allahs und der Segen und der Friede seien auf den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, und öffne mir die Toren deiner Barmherzigkeit. Mit welchem Fuß geht man herein in die Moschee? Mit dem rechten Fuß. Wenn wir die Moschee verlassen, dann verlassen wir sie mit dem linken Fuß. Na, das sagen wir, wenn wir herausgehen. Und das gilt auch für Masjid al-Haram. Es gibt hier keine Ausnahme in diesem Sinne. Und das, was manche Leute machen, nochmal, das bestimmte Rezitieren von Dua und so weiter und so fort, das alles hat keine Grundlage
in unserer Religion. Wenn man den Tawaf antritt, braucht man unbedingt die Reinheit. Das bedeutet, man muss den Zustand des Wudus haben. Wie sieht das aus mit einer menstruierenden Frau? Dürfte sie, wenn sie menstruierend ist, den Tawaf machen? Antwort? Ja? Nein. Nein. Die ist ja nicht im reinigenden, im Reinheitszustand. Die ist nicht im Reinheitszustand. Insofern, als Aisha radiallahu anha den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Hadith bei Bukhari und Muslim gefragt hat, was eine menstruierende Frau alles machen kann, so sagte er ihr, mach alles, was ein Pilgerer macht, außer den Tawaf. Was belegt natürlich, dass der Tawaf was braucht? Die Reinheit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte bei At-Tirmidhi, At-Tawafu bil-Bayti Salah. Illa annakum tatakallamuna fi. Der Tawaf im Haus ist Gebet. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat den Tawaf mit was verglichen? Mit? Mit dem Gebet. Die einzige Ausnahme kommt jetzt, außer dass ihr darin redet. Bedeutet beim Tawaf, reden wir, indem wir was machen, wenn wir umrunden, die Afkar, dass wir Allah Azza wa Jal gedenken und man bestimmte Dinge sagt. Dann beim Tawaf ist zu beachten, dass man die Aura bedeckt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, das ist wie Gebet. Und im Gebet ist was bedeckt? Die Aura. Das heißt, der Tawaf wird so vollzogen, dass der Mann zwei Gewänder anhat. Adil Baskir. ببساطة وهنلفه هكذا هو مفروض على الوسط الأولاني ده البسكير الأولاني ببساطة أي كلفات كده ونبرمه كده أهو بحيث يكون ما فيش إسبال ما يكونش نازل لحد تحت الركب أهو بس خلاص زي ولا كبسين ولا دبابيس ولا أي حاجة أهو عمره ما يقع ثم أدي البشكير الثاني عليه من فوق Diese zwei Gewänder sind auf eine bestimmte Art und Weise zu tragen. Das Untergewand deckt natürlich den Unterkörper ab und dann trägt man das Obergewand, wobei man beim Anfangstawaf, der nennt sich Tawaf al-Qudum, das ist der erste Tawaf, den man macht, da entblößt man ein bestimmtes Körperteil. Welches Körperteil ist das? Die rechte Schulter. Man entblößt als Mann die rechte Schulter. Und ihr seht das beim Hasch, wenn die Leute den Hasch vollziehen, dann entblößen sie die rechte Schulter. Es gibt welche, die machen das beim Hasch falsch, die haben die ganze Zeit die rechte Schulter entblößt. Nein, das gilt nur für den Anfangstawaf. Tawaf al-Qudum nennt man ihn, das ist der Anfangstawaf. Und in den ersten drei Runden, was tut man? Man läuft etwas schneller. Yani, läuft schneller, meine ich, man geht schneller. Das heißt jetzt kein Sprint oder sonstiges. Man geht schneller. Und subhanallah al-azim, du wirst es dort sehen, dass es Leute gibt, die sind 80 oder 90 Jahre alt. Hört bitte zu, 80 oder 90 Jahre alt, wie sehr sie sich bemühen, die Sunna zu praktizieren. Richtig? Mhm. Sie haben wirklich alles gegeben, um schnell zu gehen. Während die Jugendlichen gelaufen sind wie eine Schnecke. Und die 80-90-Jährige haben die paar Mal umrundet. Und daher ist es die Sunna, dass man in den ersten drei Runden den Tawaf etwas schneller macht. Hier sehr, sehr wichtig, bi'idhnillah ta'ala. Und nochmals der Mann, er entblößt seine rechte Schulter. Das gilt nur für den Mann. Man sagt, warum sagst du immer für den Mann? Wallahi al-Azim, heutzutage wird man immer missverstanden. Deswegen erkläre ich alles genau. Und zum Schluss heißt es, Abu'l-Bara sagte, die Frau soll ihre rechte Schulter entblößen. Und dann hörst du solche Sachen. Möge Allah Azza wa Jal
uns bewahren. Ein weiterer Punkt, liebe Geschwister, der Tawaf muss innerhalb der Masjid al-Haram gemacht werden. Sagt man, warum sagst du uns das? Es ist doch klar, dass man um die Kaaba Tawaf macht. Klar, bei allen Leuten? Bei allen sogenannten Muslimen? Antwort? Nein. Es gibt Leute, der geht gar nicht zum Hajj. Der macht das Karbala. Karbala, wisst ihr, ja? Das sind die Schiiten, möge Allah uns bewahren. Mhm. Dann gibt es Sufis, die haben einen super Sheikh. Dieser Sheikh hat einen eigenen Garten mit Kaaba. Ja, die nennen das den kleinen Hajj. Also so groß, so größten wahnsinnig sind sie noch nicht, dass sie das den großen Hajj nennen. Aber das ist schon mal der kleine Hajj. Ja? Dann hat er so seine Kaaba dort zu stehen und dann machen die dort. Der Tawaf muss um die Kaaba gemacht werden. Ganz gleich, wie weit du von der Kaaba entfernt bist, aber es muss um die Kaaba herum gemacht werden. Weil, ihr solltet wissen, in Masjid al-Haram, das sind mehrere Stockwerke. Du musst nicht ganz unten sein. Natürlich, wenn du kannst, ist es am besten. Aber manchmal ist es so dermaßen voll, dass du wirklich unten keinen Platz findest. Dann gehst du in den ersten Stock oder in den zweiten Stock oder in den dritten Stock, je nachdem. Hauptsächlich, du umrundest die Kaaba. Wenn du auch metermäßig gesehen, entfernungsmäßig gesehen, über der Kaaba stehst. Aber du umrundest die Kaaba. Das ist sehr, sehr wichtig. 7 Umrundungen sind Pflicht. 7 Umrundungen sind Pflicht, liebe Geschwister. Und es ist mindestens die Sunna und nach manchen Gelehrten Pflicht, diese 7 Runden müssen hintereinander vollzogen werden. Das ist bei manchen Gelehrten Pflicht und bei anderen Gelehrten ist dieses eine Sunna. Und es ist sicherer, die erste Ansicht zu nehmen, dass dieses eine Pflicht ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses immer in einer Abfolge gemacht hat, hintereinander weg, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 7-mal umrundet man das, ohne Pause. Ohne Pause. Bedeutet, wenn du 3 Runden gemacht hast, dann sagst du, ich habe Hunger. Dann gehst du, bitte nicht zu McDonald's, sondern du gehst eine Kleinigkeit essen. Dann kommst du wieder. Kann man hier fortsetzen? Nein. Nein. Außer die Gelehrten, die das als Sunna sehen, sie sagen, ja. Aber richtiger und sicherer ist es, dass man diese Runden hintereinander macht. Hintereinander macht, liebe Geschwister. Aber es gibt tatsächlich Gründe, die dieses erlauben. Wenn diese Gründe eintreten, dann macht man an der Stelle weiter, wo man aufgehört hat. Als da wären, einmal, man verliert sein Wudu, das heißt, man geht schnell, macht sein Wudu und macht an der Stelle weiter, wo man aufgehört hat. Was noch? Was gibt es noch für Gründe? Allgemein gesundheitliche Gründe. Ja, man ist sehr erschöpft. Man sitzt sich nur ein paar Minuten hin, um nochmal auszuschnaufen. Man setzt sich hin, ruht sich etwas aus. Das ist auch ein Grund. Was noch? Was ist mit Allahu Akbar, Allahu Akbar? Das Gebet. Das Gebet. Wenn das Gebet anfängt, dann natürlich machst du nicht den Tawaf weiter, sondern du schließt dich dem Gebet an und machst an der Stelle weiter, wo du aufgehört hast. Welche Gründe noch? Stuhlgang? Ja, klar, allgemein Reinheit. Okay, oder Toilettengang, dann? Das Totengebet, wenn Totengebet verrichtet wird? Ist klar. Die Sache ist, wir haben über das notwendige Pflichtgebet geredet. Na? Aber wenn auch eine Person jetzt normalerweise mit seiner Frau ist und mit seinen Kindern, dann bleibt er stehen und er guckt sich um, weil er hat seine Familie verloren zum Beispiel. Okay? Dann, hier in diesem Falle, hat er Zeit, sich umzuschauen und dann macht er ebenfalls weiter an dieser Stelle, inshallah ta'ala. Das sind zwingend notwendige Gründe, die nicht dein Tawaf vollständig unterbrechen, sondern du kannst an dieser Stelle weitermachen. 7 Runden muss man machen. Wenn man in der 4. Runde zum Beispiel sein Wudu verliert, dann geht man raus, erneuert sein Wudu, kommt zurück und macht an der Stelle weiter, wo man aufgehört hat. Mafhum? An der Stelle weiter, wo man aufgehört hat. Dann beendet man die letzten 3 Runden und so hat man den Tawaf vollständig erledigt,
Insha'Allah ta'ala. Aber nochmal, wer zum Beispiel nach der vierten Runde sagt, ach, ich will erstmal etwas essen gehen und mir so ein bisschen die Stadt anschauen und dies und das, er kann das machen, nur mit einer Konsequenz, dass er danach wieder ganz von Anfang an anfangen muss. Nochmal bitte, es gibt unterschiedliche Ansichten der Gelehrten, liebe Geschwister. Die Ansicht von Al-Malikiyya und Hanbaliyya war, dass man hier den Tawaf wiederholen muss. Tayyib. Auch eine sehr, sehr wichtige Sache ist zum Beispiel, dass man beim Tawaf immer darauf achten sollte, dass man in Anbetung zu Allah Azza wa Jalla steht. Das bedeutet, man soll was viel tun? Allahs Gedenken. Allahs Gedenken, Subhana. Kennt jemand ein Dua, den man sagt, wenn man den Tawaf macht? Erstmal sagen wir, wo beginnt der Tawaf? Der Tawaf beginnt beim schwarzen Stein. Der Tawaf beginnt beim schwarzen Stein. Und kein Problem. Manchmal ist es so voll, du siehst den schwarzen Stein gar nicht. Aber es gibt Markierungen. Du siehst sie. Rechts oben gibt es Markierungen. Die sind leuchtend. Grüner Pfeil oder sonstiges. Daran merkst du, das ist der Punkt, wo der schwarze Stein anfängt. Und man soll versuchen, wenn man den Tawaf macht, den schwarzen Stein zu küssen. Dieses ist eine Sunna. Und es ist verboten, wegen einer Sunna Unruhe zu stiften. Wie wir das bei vielen abgeirrten Leuten sehen, dass diese Leute denken, die Berührung bzw. das Küssen des schwarzen Steins wäre eine Pflicht, so dass ihr Tawaf ungültig ist, wenn sie den schwarzen Stein nicht küssen. Das ist natürlich eine total falsche Ansicht, liebe Geschwister. Manche denken, dieser schwarze Stein hat so viel Baraka, dass sie tatsächlich ihr Kind darauf setzen und denken, wenn sie ihr Kind daran gerieben haben, dann kommt ein Sheikhul Islam heraus. Na? Natürlich nicht der Stein hat Baraka, subhanallah al-Azim, sondern die Sache hat damit zu tun, dass es eine Handlung, eine Kulthandlung. Wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu gesagt hat und Hadith bei Bukhari, er sagte zu dem Stein, in dem er mit ihm geredet hat, ich weiß, dass du nichts nützt und einem keinen Schaden zufügen kannst. Und wenn ich nicht den Gesandten, wenn ich nicht den Propheten gesehen hätte, wie er dich geküsst hat, so hätte ich dich nicht geküsst. Das heißt, er wusste, was der Stellenwert von diesem Stein war. Aber er wusste auch, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gemacht. Also was hat Umar ibn al-Khattab gemacht? Er hat es ihm nachgemacht, weil der Prophet s.a.w. uns gesagt hat, wir sollen die Kulthandlung, die Anbetung in der Art und Weise vollziehen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns das beigebracht hat. Nochmal, es ist nicht erlaubt, Fitna zu machen, um den schwarzen Stein zu berühren. Und bei den Frauen bitte sehr darauf achten. Und ich bitte euch, Schwestern, dass man hier Scham bewahren sollte. Und ich frage euch die Frage, was ist besser? Eine Sunna zu tun, während ihr euch unter den Männern extrem mischt, so dass manche Hände von den Männern Frauen anfassen? Oder dass man diese Sunna auslässt? Das Zweite ist das Richtige. Das Zweite ist das Richtige. Denn es gibt Frauen, die sind bereit, ihr Hijab niederzulegen und sich durchzuboxen, nur um den schwarzen Stein zu küssen. Und das ist fatal. Das ist eine sehr, sehr schlimme Unwissenheit unter den Frauen, bis ihr manche sogar seht, die nimmt ihr Kopftuch ab und reibt das Kopftuch am schwarzen Stein. Und schaut mal, welche Sünden sie hat. Nicht nur, dass die Millionen von Pilgerer sie dort gesehen haben. Sowas wird auch live übertragen, ja. Also gibt es Millionen von Zuschauer, die ebenfalls diese Frau bei der Sünde gesehen hat. Sie trägt die Lasten aller Sünden. Aber das ist die Unwissenheit, die wir heute haben. Und dann haben wir natürlich unsere Teppichen, unsere pakistanischen Händler, die nehmen ihre Teppiche mit, dann reiben sie den schwarzen Stein ein und natürlich sind die Teppiche dann 20 Euro mal teurer, weil sie voller Baraka sind. Aber fliegen tun die Teppiche trotzdem nicht. Das siehst du alles dort. Es ist viel Unwissenheit und man muss dort wirklich Sabr zeigen, liebe Geschwister. Das Küssen des schwarzen Steins ist eine Sunna. Was soll man machen? Ärger oder kein Ärger wegen dieser Sunna? Kein Ärger machen wegen dieser Sunna. Und ihr werdet es sehen, es werden tatsächlich Schlägereien stattfinden. Vor dem schwarzen Stein kloppen sich Muslime darum, wer den schwarzen Stein küsst.
bis zu dieser Stufe. Und das ist natürlich ein Beweis dafür, dass diese Leute leider nicht ihre Religion richtig gelernt haben, liebe Geschwister. Am Punkt vom schwarzen Stein beginnt die Runde. Und wenn man einmal darum gelaufen ist, wieder am Punkt vom schwarzen Stein, wenn man ihn berühren kann, so ist das schön. Wenn man ihn nicht berühren kann, was tut man? Bismillah, Allahu Akbar, und dann beginnt man mit dem Ton. Was tut man bezüglich den schwarzen Stein, wenn man ihn nicht berühren kann und etwas weiter entfernt steht? Man zeigt mit der Hand in Richtung des schwarzen Steins. Man zeigt mit der Hand in Richtung des schwarzen Steins. Wichtig ist auch dabei, dass wenn man Tawaf macht, wenn man die Kaaba umrindet, dass die Kaaba zu deiner Linken ist. Dass die Kaaba zu deiner Linken ist. Das bedeutet, wenn hier die Kaaba wäre, das Schwarze hier, dann würde ich so laufen oder so laufen. Genauso, richtig. Das bedeutet, gegen den Uhrzeigersinn. So würde man laufen, dass die Kaaba zu deiner Linken ist. Und nochmals die 7 Runden, man macht sie hintereinander weg, ohne eine Unterbrechung in diesem Sinne zu vollziehen. Und das war, was ich heute meinen Brüdern und meinen Schwestern zu sagen hatte. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Nächstes Mal reden wir darüber, über die Fehler, die gemacht werden, wenn man den Tawaf macht. Über Fehler, die gemacht werden, wenn man den Tawaf macht. Wir machen immer etwas, nicht zu viel, damit ihr nicht zu sehr belastet seid, weil ich weiß, ihr lernt jeden Tag ein Juz vom Koran und deswegen kann ich euch nicht noch andere Sachen auflasten. Ja, also Ihram beginnt ab dem Miqat. Richtig. Nein. Genau, das heißt, wenn der Flugzeug, wenn er sagt, eine halbe Stunde werden wir Miqat erreichen, dann stellt man sich schon darauf ein, ja, sodass wenn er sagt, wir haben den Miqat erreicht, ja, ab hier sozusagen sagt man Labbaik Allahumma Umrah. Richtig. Und fängt mit der Talbiya an. Richtig. Die Talbiya macht man so lange, bis man sozusagen... Bis vor dem Tawaf. Genau, also meine Frage ist, bis ich eingetreten bin sozusagen durch die Tür und dann höre ich auf. Bis vor dem Tawaf. Genau, weil man sieht ja dann die Kaaba. Ist klar, vor, aber bis vor dem Tawaf. Okay. Ja, man macht die Talbiya bis vor dem Tawaf. So lange kann man sie machen. Anders ist es beim Hajj. Da macht man sie bis Jamarat. Okay? Na. Bis zum Werfen der Steine. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na. Wenn es von Frauen Fragen gibt, dann können Sie diese aufschreiben. Was? Allgemein, es ist so wie ein Programm, dass man einfach, was jeder durchziehen muss und jeder hat eine bestimmte Zeit. Ja, die Sache ist ja natürlich, es gibt bestimmte Säulen, die müssen erfüllt sein. Wenn diese Säulen, wie auch im Gebet, wenn du nicht stehst im Gebet und du kannst stehen, ist dein Gebet ungültig. Wenn du den Rukur nicht machst und du kannst ihn machen, dann ist dein Gebet ungültig. So haben wir auch Säulen bei der Umrah. Diese Säule ist zum Beispiel der Ihram-Zustand, ist der Tawaf, ist der Sa'i. Na? Und deswegen sprechen wir jetzt momentan über jede einzelne Säule. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel den schwarzen Stein küssen will? Ja. Dann bin ich ja sozusagen kurz am Stehen, sag ich mal. Ja. Sind da nicht die Leute von hinten? Natürlich. da kannst du sicher sein. Der Bruder sagt, wie kann ich mir das vorstellen? Ich will natürlich den schwarzen Stein küssen und hinter mir sind Leute, die wollen ebenfalls den schwarzen Stein küssen. Es kann sein, dass du gerade diesen schwarzen Stein dabei warst zu küssen, auf einmal fliegst du so weit, dass du was anderes küsst. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, es ist, nochmal bitte, man soll wirklich das nur machen, den schwarzen Stein küssen, wenn man niemanden einen Schaden zufügt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und nochmal, ihr werdet Leute sehen, die kloppen sich direkt am heiligsten Ort wegen einer Sunnah, weil sie Unwissende sind. Möge Allah Azzawajal uns diese Unwissenheit entfernen. Wir haben also gelernt, es gibt keine Vorschriften, durch welche Tür man sozusagen reinkommt in die Masjid. Na. Und dann haben wir gelernt, jetzt beispielsweise, wenn hier Hajar al-Aswad ist, schwarze Stein, und die Leute laufen dann sozusagen, die Pilger laufen in dieser, und man kommt in diese rein, dann darf man nicht sozusagen nochmal entgegengesetzt, weil wir haben ja gesagt, beginnend ist ja, der schwarze Stein. Richtig. Das heißt, man darf nicht, und wenn es nur ein paar Meter sind,
entgegengesetzt sozusagen in die Menschenmenge reinlaufen, weil der Weg wäre hier eigentlich kürzer gewesen. Das heißt, man macht, das zählt man nicht als Runde, weil man hier noch nicht begonnen hat. Man läuft weiter sozusagen und zählt das nicht als Runde, bis man den schwarzen Stein erreicht hat. Na, na. Weil manche denken sich, ah, dieses kleine Stück laufe ich entgegengesetzt sozusagen und dann für jeden Tag. Na, na. Man macht die Runde von da an, wo man sie begonnen hat. Von da an, wo man sie begonnen hat. Na? Ohne dass man zickzackmäßig läuft und dies und das. Und ich empfehle, wenn man eine Frau dabei hat oder seine Schwester oder seine Mutter, dass man etwas außerhalb läuft, lieber hier nicht den schwarzen Stein küssen, aber dafür wird auch die Scham der Frau nicht angegriffen. Mhm. Na, tfadal. Kannst du eine andere Frage stellen? Nicht zum Hajj? Nein. Etwas, was mit dem Hajj so 6 Generationen zu tun hat? Ich meine, wenn man 50 ist, ja. Kann man da, muss man da auch beten? Oder? Muss man beten, wenn man im Flugzeug ist? Natürlich. Aber man weiß ja nicht Richtung Mekka. Man nimmt die Anfangsposition Richtung Qibla ein. Doch, es ist gekennzeichnet im Flugzeug. Alhamdulillah, weil das sind islamische Gesellschaften, ohne Raki. Und doch, man kann die Qibla, inshallah ta'ala, bestimmen. Und wenn man die Qibla bestimmt hat, dann betet man. Auch im saudischen Flieger, wenn man in einem saudischen Flieger ist, da gibt es einen extra Gebetsraum und dort kann man das Gebet machen. Natürlich nicht zum Start und nicht zur Landung, sondern mittendrin dazwischen, inshallah ta'ala. Na. Also dass man, wenn man beginnt mit der Talbiya, dass der Mann seine Stimme sozusagen erhöht. Na. Wie ist es bezüglich der Frau? Na. Wie ist das, wenn wir über die Talbiya sprechen? Der Mann erhöht seine Stimme. Und er macht das laut. Aber wir haben gesagt, das, was heutzutage in einer Gemeinschaft gemacht wird, das bedeutet, alle machen zusammen. Nein, so haben wir das nicht gelernt. Sondern jeder macht das für sich selber. Auch wenn das dasselbe ist. Jeder macht das für sich selber. Was die Frauen anbelangt, so machen sie das leise, ohne dass ihre Stimmen gehört werden, denn die Stimme der Frau ist eine Fitna. Sa. Na. Es gibt noch eine jemenitische Ecke. Die Sunna ist es, diese lediglich zu berühren, nicht küssen und nicht Allahu Akbar zu sagen, sondern die nur zu berühren. Wenn man das kann, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wenn nicht, dann braucht man nichts weiter zu machen. Die Kaaba selbst anzufassen, ist keine Sunna, ist eine Bid'a. Die Kaaba anzufassen und zu denken, dass dieses zu den Kulthandlungen des Hajj zählt, ist eine Bid'a, liebe Geschwister. Und dafür haben wir bestätigte Aussagen der Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat dieses nie in dieser Art und Weise getan. Weder hat er die Kaaba angefasst, noch Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ist hier. Da seht ihr. Seht ihr das? Das ist Maqam Ibrahim. Das seht ihr schon an dem goldenen Spitzdach. Okay? Das ist Maqam Ibrahim. Diesen auch anzufassen, ist ebenfalls eine Bid'ah. Das hat gar keine religiöse Bedeutung. Das heißt, was dürfen wir anfassen nur? Den schwarzen Stein. Und die jemenitische Ecke. Und die jemenitische Ecke. Was dürfen wir nur küssen? Den schwarzen Stein. Schwarzen Stein. Und wo sagen wir Allahu Akbar? Schwarzen Stein. Am schwarzen Stein. Okay? Wir fassen nicht die Kaaba an. Sowieso ist italienische Seide, ja. Diese Seide, dieses schwarze Tuch ist aus Italien, ja. Und manche reiben da. Allahu Musta'an. Können Sie gleich nach Italien gehen? Ich meine, kriegen Sie billiger. Das ist ein italienisches Tuch, ja. Das ist ein italienisches Seidentuch. Bei uns, als wir dort waren, es gab da so eine Möglichkeit, dass man sieht, wie die Fabrik dieses Tuch herstellt. Da ist Gold, ja. Diese Skizzierungen sind mit Gold, ja. So ein Tuch kostet locker mal 18 Millionen. Alhamdulillah, möge Allah azawajal uns bewahren. Aber so ist die Sache. Italienische Seide und Gold muss heute her, damit man den Islam verschönert. Wurde der Islam durch Geld verschönert? Wallahi al-Azim, nein. Na, subhanallah al-Azim. Ich erinnere mich an eine Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallam zu einem Sahabi sagte, der neu den Islam angenommen hat. Er sagte zu ihnen, wenn wir mit dem Kampf fertig sind, das heißt mit der Ghazwa, mit dem Dschihad gegen die Kuffar, dann steht dir ein Teil der Kriegsbeute zu. Dann sagte dieser Sahabi zu ihm, Wallahi, deswegen habe ich nicht den Islam angenommen, ja Rasulallah. Schaut mal.
deswegen habe ich nicht den Islam angenommen, ja Rasulallah. Ich wollte nicht die weltlichen Dinge haben. Ich habe den Islam angenommen, um was zu erreichen? Die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala weiter fortfahren mit unserer Unterrichtsreihe. Und wir sind momentan im Kapitel Al-Hajj, die Pilgerfahrt. Und wir erklären momentan, wie man die Umrah vollzieht. Und hier machen wir weiter, inshallah ta'ala. Erstmal sollte man wissen, liebe Geschwister, es gibt keine zeitliche Begrenzung zwischen dem Tawaf und dem Sa'i. Ich habe das gesagt, wenn es sehr voll ist beim Tawaf, was passiert automatisch? Ist man danach noch sehr fit oder sehr ermüdet? Sehr ermüdet. Und wallahi, ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich war nach dem Tawaf schon fix und fertig. Und ich habe einen großen Fehler gemacht, aber wir waren auch Gruppenführer, deswegen war es schwer, da einfach abzubrechen. Normalerweise hätte ich abbrechen müssen. Ich habe danach den Sa'i noch gemacht. Dann war ich nicht nur fertig, ich war eigentlich klinisch tot. Okay, und das ist sehr, sehr anstrengend. Du kannst, nachdem du den Tawaf verrichtet hast, zum Beispiel hast du das am Mittag gemacht, dann kannst du am Abend den Sa'i machen. Kein Problem. Du kannst auch am nächsten Tag den Sa'i machen. Oder zwei Tage später. Aber eine Sache muss dir klar sein. Je länger du das verzögerst, desto länger ist dein, welcher Zustand? Ihram-Zustand. Und das ist nicht leicht für die Männer, die gesamte Zeit oder beziehungsweise in diesen Ihram-Tüchern zu laufen. Das heißt nicht, dass man sie ablegen darf. Im Hotel natürlich, alleine im Zimmer. Kannst du diese Kleidung ablegen oder du kannst sie wechseln gegen saubere. Aber trotzdem ist das was? Anstrengend. Na, das ist anstrengend. Auf jeden Fall, du bist die gesamte Zeit im Ihram-Zustand. Deswegen, du hast die Möglichkeit, das zu verzögern, hinauszuschieben. Sheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, er sagt, laysa bayna at-tawafi was-sa'i zaman mahdud. Es gibt zwischen dem Tawaf und dem Sa'i, das siebenmal hin und her laufen zwischen Safa und Marwa, es gibt hier keine zeitliche Begrenzung. فَالْمُوَلَاتُ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ. Denn die Abfolge, das bedeutet die Rangfolge danach, dass man das gleich danach macht, ist keine Bedingung hier in diesem Fall. لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنَّهُ إِذَا طَافَ يَسْعَى. Aber es besteht gar kein Zweifel darin, dass es besser ist, dass wenn man den Tawaf beendet hat, dass man hier was macht, den Sa'i. Weil so war die Handlungsweise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nochmal bitte, laysat wajiba bedeutet hier, es ist keine Pflicht, dass man sofort nach dem Tawaf, nach dem siebenmaligen Umrunden der Kaaba, sofort den Sa'i vollzieht. Okay, der Tawaf, wir haben darüber geredet, das ist eine Säule. Wenn du die Umrah beendet hast, kannst du auch Tawaf machen. Kannst du was machen? Tawaf. Und das ist mit sehr, sehr viel Lohn verbunden. Die Gelehrten sagen, das hat mehr Wert als ein freiwilliges Gebet in Masjid al-Haram. Das hat mehr Wert als ein freiwilliges Gebet in Masjid al-Haram, dass du Tawaf machst. So, für Allah Azza wa Jal. Aber Sa'i kannst du nicht freiwillig machen. Sa'i ist nur für welche Zeit? Für Hajj und Umrah. Es gibt dafür keine anderen Beweise, dass dieses so auch gemacht werden durfte. Taib, wir sind beim Sa'i. Was bedeutet Sa'i? Sa'a im Arabischen bedeutet das Hin- und Herlaufen, unter anderem. Das Hin- und Herlaufen. Das bedeutet Sa'i hier in diesem Falle. Und man läuft von dem Berghügel Safa wa Marwa. Gibt es so eine Aya im Koran? Mhm. Ja? Wer kennt diese Aya? Sehr gut. Inna Safa wal Marwa min Sha'airillah. Wahrlich, As-Safa
Das ist ein Berghügel. Und Al-Marwa, ein anderer Berghügel, die nah beieinander sind, sie sind Kulthandlung des Islam. Sie sind Kulthandlung der Religion Allahs Azza wa Jal. Und ihr kennt alle die Geschichte mit gläubigen Frau Hajar, die Frau von Ibrahim alayhi salam. Wir haben leider nicht die Zeit, diese Geschichte zu erzählen, aber ich denke, ich habe sie schon einige Male erwähnt. Tayyip. Man fängt an, womit Allah Azza wa Jal angefangen hat. Womit fängt Allah in der Aya an? Mit Safa. Deswegen begibst du dich auf den Berg Safa. Ihr braucht halt keine Angst haben, alles ist ausgeschildert. Okay? Alles ist ausgeschildert. Und dann begibt man sich auf den Berg von Safa und sagt, نبدأ بما بدأ الله عز وجل. Wir beginnen mit dem, womit Allah subhanahu begonnen hat. Und dann sagt man auf dem Berghügel Safa, während man da ist, diese Ayah, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Wahrlich, der Berghügel Safa und Marwa gehören zu den Kulthandlungen der Religion Allahs Azza wa Jal. Und man macht Dhikr und sagt Dua. Ebenfalls, wir sind immer noch auf Safa, sagt man hier dreimal, und das ist von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dreimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und man führt fort, La ilaha illa Allah, wahda, anjasa wa'da, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Das bedeutet, dreimal Allah ist am größten, es gibt keine Anbetungswürdigen, außer Allah allein, der keinen Partner hat, sein ist die Herrschaft, ihm gehört die Herrschaft und ihm gebührt aller Lob und er hat die Macht über alle Dinge. Es gibt keine Gottheit außer Allah allein. Er hat sein Versprechen erfüllt und hat seinem Diener zum Sieg verholfen und hat die feindlichen Gruppen alleine besiegt. Subhana. Und das ist natürlich etwas sehr Schönes gewesen. Und ihr wisst, um die Kaaba herum waren schon immer Muslime, die Tawaf gemacht haben, oder gab es eine andere Zeit? Na? Götzendiener haben Tawaf gemacht. Aber wie? Nackt. Die haben nackt um die Kaaba Tawaf gemacht. Das war so in ihrer Zeit. Und das Schlimme war noch, dass sie gesagt haben, Allah hat uns das befohlen. Und Allah hat auf sie geantwortet, dass Allah Azza wa Jal nichts Schändliches, Abscheuliches befiehlt, liebe Geschwister. Und schaut mal, das ist das Versprechen Allahs Azza wa Jal. Wem gehört die Kaaba einzig und alleine jetzt? Hä? Den Muslimen. Sogar in diesem Gebiet darf wer nicht rein? Kein einziger Kafir darf in diesem Gebiet herein. Kein einziger Kafir darf sich in diesem Gebiet niederlassen. Taib, man sagt diese Dinge. Also, nochmal. Wenn man auf dem Berghügel Safa hochkommt, sagt man, Nabda'u bima bada Allah Azza wa Jal. Und man sagt, Inna Safa wal Marwa min Sha'airillah. Und dann sagt man diesen Dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, den wir gerade erwähnt haben. Der steht auch ebenfalls im Hisnul Muslim. Tayyip, es ist nicht notwendig beim Sa'i den Wudu zu haben, die Reinheit zu haben. Das heißt, eine Frau, die auch die Regel hat, kann den Sa'i vollziehen und es ist keine Sünde für sie. Was war mit dem Tawaf? Da braucht man Wudu. Da darf die Frau das nicht machen. Oder jemand, der kein Wudu hat, darf das nicht machen. Aber beim Sa'i darfst du den Sa'i vollziehen, auch wenn du kein Wudu hast oder die Frau sogar ihre Regelblutung hat. Und dann gibt es zwei Markierungen beim Gang zwischen Safa und Marwa, mitten im Gang. Diese zwei Markierungen, an diesen zwei Markierungen läuft man schneller von der Sunna. Man läuft etwas schneller. Außer jemand hat jetzt seine Familie dabei und fürchtet, dass er sie verliert, so ist es kein Problem, dass er Schritt hält mit seiner Familie. Bi'idhnillahi sami' al-alim. Und das macht man siebenmal. Das bedeutet, man läuft von Safa zu Marwa und dann wieder umgekehrt zurück und das Ganze siebenmal, liebe Geschwister. Dann beendet man somit auch den Sa'i. Dann beendet man somit
auch den Sa'i. Natürlich, wo beendet man? An welchem Berghügel, wenn man bei Safa anfängt? Natürlich bei einer ungeraden Zahl. Bei Marwa. Okay? Nicht, dass ihr wieder bei Safa endet. Ist klar, weil das ist eine ungerade Zahl. Wir beginnen ja bei Safa. Nach 7 Mal ist man wieder bei Marwa danach. Nicht, dass man sagt bei Safa und dann hört man auf. Taib. Wir sind immer noch im Ihram-Zustand. Das heißt, die Männer haben immer noch ihre Gewänder an. Und die Frau trägt keinen Niqab, haben wir gesagt, in dieser Zeit, sondern sie trägt eine Art Bisha. Das bedeutet ein Stoff vor dem Gesicht, sodass sie nicht erkannt wird. Erkannt wird von den fremden Männern. Von den fremden Männern. Wenn sie aber unter Frauen ist, ist kein Problem, dann kann sie ihr Gesicht entblößen. Das nennt man eine Bisha, dass sie dieses in der Zeit trägt. Und wenn sie keine Handschuhe auch tragen darf in dieser Zeit, sie kann ihr Jilbab oder ihre Abaya, kann sie runter machen, sodass ihre Hände auch nicht zu sehen sind. Das ist kein Problem hier in diesem Falle. Wie beendet man den Ihram-Zustand? Wer sagt mir das? Wie beendet man den Ihram-Zustand? Na, mit dem Rasieren der Haare für die Männer. Für die Männer. Das bedeutet, wer die Haare rasiert, so hat der Prophet Muhammad sallam Dua gemacht um 3 Barmherzigkeiten für ihn. Während man aber nur die Haare kürzt oder schneidet, so hat der Prophet sallam das nur einmal gemacht. Also was ist besser? Die Haare zu rasieren. Aber wir haben da Leute gehabt, die waren auch sehr eitel. Die haben nur ein bisschen so schneiden lassen, so friseurmäßig. Auf jeden Fall ist kein Problem, das ist ja keine Sünde. Aber besser ist natürlich, dass man sich den gesamten Kopf rasiert. Inshallah ta'ala. Wichtig ist auch für die Frau, sie rasiert sich nicht den Kopf oder schneidet sich nicht in einer Art und Weise die Haare wie der Mann, sondern sie kürzt nur, wie viel? Eine kleine Spitze, das bedeutet eine Fingerspitze. Mehr als eine Fingerspitze vom ganzen Haar lässt sie nicht nehmen. Mehr als eine Fingerspitze vom Haar lässt sie nicht nehmen. Und wenn man das gemacht hat, dann bi'idhnillah ta'ala hat man hier den Ihram-Zustand verlassen und jetzt ist einem wieder alles erlaubt, was einem vor dem Ihram-Zustand erlaubt war. Und das war unser Unterricht für heute. Das bedeutet, wir haben über den Sa'i gesprochen, das ist die dritte Säule. Es gibt nur 3 Säulen, das bedeutet Ihram-Zustand, dann Tawaf und Sa'i. Was ist das Haareschneiden? Ist das eine Säule? Wir haben gesagt, damit verlässt man den Ihram-Zustand. Was ist das vom Hukum her? Vom Urteil her. Nein, das ist keine Säule. Was ist das? Eine Pflicht. Dieses ist eine Pflicht. Okay? Dieses ist eine Pflicht, keine Säule. Bei der Säule ist klar, wenn man jetzt zum Beispiel Tawaf statt 7 Runden 5 gemacht hat, was ist mit seinem? Ist ungültig. Wenn man Sa'i statt 7 Mal hin und her, 5 Mal hin und her, ist ungültig. Okay? Wenn man nicht die Absicht gemacht hat für den Ihram-Zustand, dann natürlich, weil das Säulen sind, okay? Aber wenn wir darüber reden, bezüglich der Haare schneiden, das ist eine Pflicht, aber man soll natürlich dieses machen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Habe ich etwas Richtiges gesagt, etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Liebe Geschwister, wenn es Fragen gibt, könnt ihr diese Fragen jetzt stellen. Natürlich, das ist sehr wichtig, dass wir diese Unterrichte machen. Ihr werdet die Umrah und die Hajj machen. Und wehe euch, dass ihr auf die anderen guckt und sagt, ich mache dasselbe wie sie. Dann viel Spaß beim Schirk und bei der Bidda. Denn dort siehst du alles. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Du siehst Frauen, die nehmen ihr Kopftuch ab und reiben damit die Kaaba ein. Ja, subhanallah al-Azim. Du siehst Leute, der sagt, ja Allah, bewahre uns vor der Bid'a und mach gerade selber Bid'a in dem, was er sagt. Na, und deswegen guckt nicht auf die anderen, macht nicht, was die anderen machen. Die meisten dort, sie und ihre Führer sind unwissend. Sie und ihre Führer sind unwissend. Sie haben diese religiösen Urteile nicht gelernt. Deswegen lernt sie richtig, bi'idhnillah ta'ala, nach Koran und Sunna und dann wendet sie so an. Barakallahu fikum wa jazakum lakhira. Tfadal akhir. Von diesem Samsamwasser kriegen alle was davon, alle die da hingehen? Oder kann jeder Samsamwasser trinken, bis dir schlecht wird. Es ist genug für alle. Ach, wir reden von der Zeit von Hajar, radiallahu anha wa ardaha.
bis jetzt ist das Samsam-Wasser da. Schau mal jetzt, wie viele Millionen von Menschen jedes Jahr dort sind. Einmal das. Und die Pakistaner machen alles mit dem Samsam-Wasser. Die holen sogar ihre Kleidung und Waschmittel und waschen ihre Kleidung mit Samsam-Wasser. Ja, und überleg mal, wie viel Wasser verbraucht wird. Und trotzdem, es ist noch da. Sogar haben, aber das interessiert uns nicht, aber nur damit ihr Bescheid wisst, japanische Wissenschaftler, sie haben Samsam-Wasser genommen und haben es mit anderem Wasser gemischt und haben gemerkt, dass das Samsam-Wasser das andere Wasser überwogen hat. Überwältigt hat. Das heißt, das andere Wasser wurde zu Samsam-Wasser. Subhanallah al-Azim. Aber schaut mal, Allah hat es für diese Dienste zur Verfügung gestellt. Eine Gnade von ihm. Die haben versucht damals in Saudiya dieses Samsam-Wasser auf die Hotels umzuleiten, sodass die Leute damit auch sozusagen duschen können und so weiter und so fort. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Wofür ist das Wasser dazu? Zum Trinken. Na, das heißt aber, man kann natürlich damit sich waschen und so weiter und so fort. Na, tfadal, alle. Wenn man jetzt den Tawaf macht und gerade den vierten abgeschlossen hat und bei der Hälfte des fünften verliert man zum Beispiel sein Wudu, man macht sein Wudu und beginnt man dann ab den schwarzen Stein wieder oder beginnt man genau ab der Stelle, wo man will? Na, der Bruder stellt eine gute Frage. Wenn man zum Beispiel die vierte Umrundung gemacht hat beim Tawaf und man war bei der Hälfte, das heißt, noch eine Hälfte, dann hätte man die fünfte erreicht und dann verliert man den Wudu. Wo beginnt man wieder? Eigentlich an die Stelle, wo du dein Wudu verloren hast. Auch eine Frau jetzt, ja, die sagt, okay, ich werde jetzt in dieser Zeit zum Beispiel extra die Pille nehmen, damit ich in dieser Zeit alles tun kann und nicht eingeschränkt bin. Es ist in Ordnung. Es ist islamisch dagegen, nichts einzuwenden. Aber die Frau soll eigentlich den natürlichen biologischen Zustand so belassen. Na'am, wallahu ta'ala ala wala. Tfadal. Wenn man jetzt Umrah und Hajj zur selben Zeit macht, beendet man ja die Umrah, haben wir gesagt, mit dem Schneiden oder Abrasieren der Haare. Genau. Macht man ja auch, wenn man die Hajj beendet hat. Macht man es dann einfach ein zweites Mal bei der Hajj? Wir machen das später, inshallah ta'ala. Okay. Weil wir machen das Schritt für Schritt, damit die Leute nicht durcheinander kommen, wie in der ta'ala. Wir haben jetzt die Umrah beendet, ja? Zum Hajj und diese Riten kommen wir dann noch, bi'idhnillah ta'ala. Also es sind alle Unterrichte, sind auf der Seite. Jetzt mit diesem Unterricht beende ich auch den Teil für die Umrah. Dann habt ihr alles drin, was jetzt momentan aktuell auch von uns hier abgehalten wurde. Und nächste Woche beginnen wir dann mit den Hajj-Riten, bi'idhnillah ta'ala. Na, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Dann sehen wir uns wieder am Mittwoch, inshallah, um 17:45 Uhr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.